Und meine Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bevor wir aufs eigentliche Thema gehen, zu den neuen SBC und so Karten, die man bekommen kann, möchte ich erstmal darauf hinweisen, dass ich aktuell nicht so eine gute Videoqualität aufweisen kann, dass es hat, da meine Elgato kaputt gegangen ist. Ja, Freunde, ja, ich versuche natürlich einen neuen Start zu kriegen und ja, dann wird es natürlich auch wieder Streams geben. Ich weiß nicht, wollt ihr über die PS4 Streams sehen? Ich weiß nicht, ist natürlich dann nicht so gute Qualität. Und ja, auch mehr Rauschen dann, ja, ihr wisst, so wie früher dann, wenn ihr da drauf Bock hättet. Trotzdem könnt ihr natürlich Hashtag PS4 reinschreiben, dann würde ich dann trotzdem vielleicht die Tage mal streamen, nicht so oft, weil ja, ist ja nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ihr dann trotzdem am Start wärt. Wie gesagt, wenn ihr am Start wärt, könnt ihr gerne Hashtag PS4 reinschreiben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal drauf an. Es gibt neue Karten, die kann man auch hier durch ein Daily Knockout Turnier gewinnen. Ihr seht, die nennen sich Food April Spieler, einfach diese Spieler. Da könnt ihr 12 Stück gewinnen. Ihr müsst hier, also es ist noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kann man sich nur 12 erspielen. Ist noch nicht sicher, ob man die auch tauschbar bekommen kann. Durch Packs oder so hat EA noch nicht bestätigt. Ich zeige es euch einfach mal, was man hier für SBCs abschließen kann. Ihr seht, man kann wahrscheinlich 12 Stück bekommen. Und man braucht hier, also hier sind welche gekommen. Henderson braucht man 2 von den Karten. Wendell, ihr seht, ja, da könnt ihr natürlich hier 2 abgeben. Wenn ihr da müsst, wahrscheinlich pro Karte immer das Daily Knockout Turnier gewinnen. Vielleicht kann man die auch durch die täglichen oder wöchentlichen Aufgaben abgeben. Vielleicht kommen auch tägliche SBCs, weiß man halt noch nicht. Wird man sehen. Wenn da natürlich was kommt, werde ich das natürlich direkt raushauen, Freunde. Ihr seht hier einen Wendell und einen Henderson, braucht man jeweils 2. Dieses seltene Goldset würde ich euch nicht empfehlen. Ihr müsst dafür 3 so Karten abgeben. Holt euch dafür lieber, ja. Eher ein Koke dann für 4, weil ein 87er ist ein bisschen was wert. Dann holt euch lieber ein Koke. Ein Payet sieht auch sehr, sehr nice aus. Müsst ihr 4 Karten abgeben. Cazorla auch 4. Prime Gold Spieler Set ist, glaube ich, ein 45k Pack. Dafür 5 Stück finde ich auch ein bisschen viel. Ibrahimovic natürlich eine nice Karte. 7 Stück. Insigne 7 Stück. Und Werner 7 Stück. 125k Set könntet ihr auch machen. Dafür müsstet ihr 10 abgeben. Modric braucht man 11. Tevez 11 und Sanchez 11. Wenn ihr die machen wolltet, könnt ihr keine anderen Spieler machen, wenn ihr wirklich nur 12 bekommt. Also wenn ihr ja da einen anderen vielleicht machen wollt, dann haltet die Karten erstmal. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass man nur 12 Karten bekommt. Das Schlechteste kostet 2 Pack, also so 2 Karten. Deswegen könnt ihr wahrscheinlich nur einen Spieler machen, wenn ihr halt so einen Alexis Sanchez, einen Tevez oder einen Modric machen wollt. Und könnt dann hier noch dieses Premium Gold Set, ein 7-5er. Absolut schlecht, würde ich keinem empfehlen. Hier ein Cater gibt es noch für 2 und das war's mit den Karten. So, wie gesagt, Freunde, ich möchte euch einfach die kurze Info geben. Ich hoffe, euch hat das kurze Video trotzdem gefallen. Wie gesagt, meine Laune ist aktuell nicht so gut. Ja, Elgato ist kaputt. Ich denke, ihr könnt es verstehen. Die Leute, die im Stream dabei waren, wissen es. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, Freunde. Wenn ja, gerne Daumen nach oben geben, gerne was in die Kommentare schreiben. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.